Hallo, damit herzlich willkommen zurück zu Dander Classic. Zusammen mit Glicky, hallo. Hallo. So, wir haben anscheinend rausgefunden, ja, flüchtend. Obwohl flüchtend angeblich, naja, doch hier oben, dann hat er die Kurve nach hier unten geschlagen. Kann sein, dass Glick meinen getroffen hat. Also Der hat jetzt aber nicht. jetzt nicht gehumpelt, gar nichts. Na gut, wenn du nur Körper getroffen hast, Ich interessiert habe ihn das ja gar nicht. zweimal getroffen, ich habe ihn hinten am Bein getroffen. So. Weil ich hatte eh drei Schuss in das. Drei. Drei, Können Sie den mal analysieren, ja? Wo sind sie? Ach da. Da hier unten die Sturmtaue. Also ich müsste eigentlich, so wie ich gezielt habe, Herz getroffen haben. Deswegen hat er auch keinen Deut mehr gemacht. Bin Ja, hier ist er unterwegs. flüchtend. Da, ja, das scheint er zu sein. Weil das würde mich wundern, wenn da einer stehen würde nach dem Schuss, den ich abgegeben habe. Ja, doch, könnte von der Gehirschform her, von der Gehirsch vor allen Dingen, von der Geweihform her, hingehen, aber ich bin Alter, was unterwegs. hat der für einen Stream? Du hast das eben mal nur einen Streifschuss gemacht, wahrscheinlich. Da hat ein Stream drauf. Echt? Ich will auf dem Trophy-Foto mal mit drauf sein, das verlangt die Mission. Alles klar. Siehst du den Stream? Nein. Jo, das ist meiner. Körper, rechtes Hinterbein, Körper, linke Lunge, Herz, rechte Lunge. Was habe ich getroffen? Ja, du hast Körper, linke Lunge, Herz, rechte Lunge. Was schon. Verletzungszeit 2 Minuten 46. Oh. Ach so. So, Trophy-Foto müssen sie mir drauf sein, Ja, wo ja. soll ich mich Kann hinstellen? ich sie anpacken? Achso, ja, ich kann sie nicht anpacken. Gehen Sie weiter von Ihnen aus nach rechts. Weiter, 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 weiter. Ja, bitte weiter vor. Also jetzt vorlaufen. Ja. Noch ein Stück. Ja, jetzt drehen Sie sich nach links. Ja, bitte weiter vor. Ja, noch ein bisschen weiter vor. Ja, noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Geht nicht, da hänge ich Achso, am Arsch. ja. Okay, ja, halt. Ja. Wunderschön. Moment, muss ich mich aus der Schussfeder nehmen? Danke. So. Ja, annehmen. 44. So. 44 du leer aus. Haben Sie Sehr bekommen. schön. So, da oben ist die Burg, deswegen ist da das komische Map-Symbol da. Wundert euch da nicht? Mal gerade gucken, was alles sind wir denn jetzt hier. Das schaut Richtung Berggebiet hier. Und wir haben unten noch ein riesen Flussgebiet halt. Also die Bären, die gehen da hinten los, wo der andere spawn ist. Da gehen die Berner schließlich. Also die sind mittlerweile natürlich auch schon über der Map gelatscht, ne? Nö, ist klar. Kann nur sein, dass wir uns vorher schon unten hin treffen. Ah ja. Nee, you are within range to join a trophy shot. Sehe ich nicht. Sagt mal wieder das Achtungsding sein. Ja. Musst du vielleicht selber ein Foto machen? Das kann vielleicht auch sein. Oder vielleicht ein Foto von dir. You are in rage bedeutet ja im Endeffekt du in Reichweite eines Trophy Shots. Genau. Deswegen dachte ich. Vielleicht Ja. als dann aber. Vielleicht tun die. Ach ja, gut, das kann auch sein. Vielleicht dauert so ein Stück, bis das Foto hochgeladen ist und da das rafft. Das kann auch sein. Technik, die begeistert. Hier ist eine Spur. Kann aber eigentlich nichts Besonderes sein. Rehe, Fuchs ziehen angeblich da lang, wo wir hinlaufen. Aber hier ist was Komisches. Warten Sie mal kurz. Ne, das sind nur Steine. Ja, komisch. Stimmt. Ne, ich hätte gedacht, das ist so ein Hasenball. Ach Das sind ja so, nee, solche das ist Hügel, aber das. das sind. Ich dachte, das sind so Erdhaufen, aber ne. So, die Zwischeninsel, das ist immer sehr interessant. Ja. Ja, da ist öfters mal was drauf. Guck, da hinten hast du noch einen männlichen. 277 Meter. Moment, ungefähr orientieren. Also komplett an der Grenze. Das. Ach, mach mal. Ach, da hinten. Sieht man eigentlich direkt so Fluss. Ja, da läuft ja gerade auch schon Fluss auf die Zwischeninsel zu, ne? Na, jetzt entscheidet er sich wieder wegzugehen. Och, Mensch, jetzt genau meiner. Oder das hier hinten ist eigentlich Tal, ne? Müsste eigentlich schon.
Der nächste Sprung. Rotfuchs zieht nach hier unten. Beine gesprungen. Rotfuchs. Latscht da immer noch im Wasser rum. Kommt aber rüber. Jo. Und da ist der Fuchs. Viel Spaß. Weiblich. Das direkt vor uns. Vor uns? Also auf der linken Seite von uns, oder wie? Ja. Problem ist, ich habe ja noch was Lautes zum Schießen. So, wo ist denn, ist er jetzt zwischen den Bäumen oder was? Oh ja, hier, meine Verdammt. Und da rennt der Fuchs, da hat er mich schon mitgekriegt, ne? Bin ich schon nicht mal annähernd dran gewesen. Okay. Ist deine Duftdose noch aktiv oder wieder aktiv? So, ich glaube, die ist, ne, die ist mittlerweile wieder weg. Ja, ich habe auch nicht die besten Tarnklamotten an, das ist halt wirklich mehr für die Hirsche jetzt gedacht, deswegen ist der Fuchs nur nicht weggerannt. Da hinten ist der Fuchs, jetzt haut sich beruhigt bei 237 Metern. Wenn wir auf der Lauer legen, können ihn einfach mal rufen. Rufen Sie einfach mal. Weil der Hirsch hier hinten, der hört das hier nicht. Weil der macht jetzt wieder neben. Also da Fuchs das dort, da in vorne. Steht auf jeden Fall da. Ja, der steht halt voll da, aber das ist halt so weit weg, das sehe ich ja jetzt schon. So, ja, das ist ja da, der Hirsch steht doch da. Ist nicht so weit weg, Alter. 222 Meter von mir. Perfekter Seitenschuss. 250 von mir. Ja. Ey, der Fuchs, den scheint es nicht zu interessieren. Da hört nach oben weiter. Was? HV-Munition. Es kommt ein anderer Fuchs gelatscht. Okay. Sehen Sie zu, dass Sie sich bereit machen. Ja, ich hab mich bereit gemacht, er zeigt mir halt gerade einen blanken Arsch, ne? Und leckt sich. Und schüttelt sich. Ja. So, Fuchs bei 92. Ja, sagen sie halt einfach, da muss ich halt zusehen, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht geht's von den Arsch durch irgendwas durch. Ja, ne, ich würde dann jetzt so langsam mit. Ja, dann. Ja, dann bitte zählen sie. Ah, jetzt zeigt er, kommt er wieder her. Ja, dann zählen sie einfach. 3, 2, 1. Was na? Fällt nicht. Angerannt. Ach doch, da springt er doch, da lebt er doch. Der ist aber angeschlagen auf jeden Fall, so wie der. Das war daneben. Das auch. Das auch. Das auch. Noch sieht man ne. Ich hab nicht mehr in Range. Ich sehe nicht mehr, das ist weggeploppt. Ich hab mal da markiert, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Bei 318 Metern. Aber er ist mindestens einmal getroffen. Ah, ja, okay. Ja. Willst du den Fuchs analysieren? Oder? Ja, wenn du mir sagst, wo der ist. Der ist hier bei mir, wo ich jetzt bin. Bin ja, ich klar. Bin bis. Ich kann Oh, dort laufen Hasen durchs Wasser. Durchs Wasser? Wenn sie mal irgendwie liegen oder stehen, die kommen direkt auf sie zu, dann hoch. Die nächste Waffe wechseln.
Alter. Zack, Ja, zack. das würde ich mal. Dann müssten die ja hier entweder irgendwo einen Bau haben. Einfach mal durchs Wasser gerannt, ey. Sind jetzt hingerannt. Hier unten an den Stehen, wenn ich das richtig sehe. Okay, guck mal, da ist einer, den sehe ich gerade. Doch, Alter, mit der Waffe bin ich ja nur geübt, sehe ich gerade. Jetzt, wo die stehen, sehe ich gar nichts mehr. Na, ist klar, ich habe einen Visier, aber der ist so unruhig mit der Waffe. Ach da, safe. Hoppel, Kappel, da hoppel noch weitere. Versuche die gerade mal irgendwie zu verfolgen. Die müssen ja hier dann. Rennen die nicht theoretisch zum Bau? Eigentlich ja. Ah, die kam ja hier von links irgendwo her. Ja, Bau gefunden. Sehr schön. Na gut, dann kommst du wahrscheinlich nicht zu dem Fuchs. Gut. Na, ich. Was ist. Habe ich irgendwas. Sie haben ja für mich was markiert, ne? Ja, wo der Hirsch das letzte Mal aufgeploppt Ja, war. wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sehr gut, dann kann ich ja für Sie den Bau markieren. Jedenfalls da sind die weggeploppt. Aha. An den Steinen. Das ist ein Stehen im Endeffekt. Sieht für Ja. mich jetzt nicht aus wie ein Bau. Aber müssen Sie sich selber mal anschauen. Kann es das sein, dass da einfach eine Ritze Und jetzt den Fuchs oder soll ich den jetzt hier noch holen? oder. Auch schwierig. Nee, ich bin jetzt 90 Meter von Ihnen entfernt. Ja, und dann der Fuchs ist so 20 noch von mir entfernt. Okay, dann sind sie näher dran. Na, hätte ja nur sein können wegen zeigen oder so. Ja. Alles gut. Fuchs, was es für den gibt, das war so ein, ja, so rot-schwarzer. Viel heller. Aber soll das ein Bau sein? Nicht vergessen, sie sollten ja nur nach dem Hochrothirsch noch schauen, Ja, ne? ja, ja, ja. Mal kurz Oh, das sieht gucken. aber schick aus. Rechte Lunge, linke Lunge, Schulterblatt ist 50 Meter. Oh, das gibt ein CSS. Alter, 53 km gepölt. Für einen Schuss. Obwohl hier hinten ist dann so eine kurze Knicke noch da, ne? Für mich. Komisch, komisch, komisch. Naja, ich habe ihn das mal markiert, ich mache mal versuchen nach den Rothirsch. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich noch ein paar Kaninchen schießen. Das wäre natürlich auch geil. Da habe ich nämlich sehr, sehr wenige. Die haben da unten am Strand die Sporen. Da könnt ihr ja auch nochmal nachgeben, falls das jetzt nicht der Bau war. Aber weggeploppt wegen der Metergrenze können sie nicht sein, oder dafür war es zu nah dran. Achso. Ja. Ich hatte die ja bin den ja hinterher, im Visier hinterher gelaufen. So groß ist das Visier jetzt auch nicht. Aber 7 Stück. Du hattest eh keine Waffe für die, ne? Doch, Luftgewehr. Scheinbar mit Luftgewehr Ach haben die ja, geschossen. stimmt. Aber der ist ja selbst im Knien, hat er ja keine Ahnung. Ja, das Mehr ist. Gezitter wie Parkinson. Ich will schon aber gleich, danke. Ja, wenn du mit der Waffe nicht trainiert bist, ist das halt ein bisschen semi-optimal. Dem liegen Dinge halt nicht. Aber was komisch war, dass die übers Wasser rennen. Also das hat mich jetzt schon ein bisschen. Ich habe noch nie die Wasser. Die Kaninchen übers Wasser rennen sehen. Naja, mal kurz Lift anhalten und durch. Ja, die sind ja schon über die Stellen gerannt, wo du normal auch laufen kannst, ne? Aber. Also. Halt ein bisschen, ne? Wahrscheinlich dadurch, dass ich den Fuchs dort geschossen habe. Waren sie auf einmal in heller Aufregung. Gott, verflucht. Aber hier ist den Bau. Kimber? Frischer Bau hat ja mehrere Löcher. Wenn hier Also. vielleicht irgendwo mal ein Loch ist, das kann vielleicht sein. Aber müsstest du sehen. Dein Ernst? Das siehst du gar nichts.
Oh, ich habe vielleicht in dem kleinen Waldstück drin. Wir haben ja meistens viele Löcher aneinander und eins immer etwas weiter weg. Ja, nur so ein Notfallding. Hoppelst durch den Wald. Ich jetzt auch wieder die beste Tarnung an. Muss irgendwo was sein. Gut, aber meine Freunde sind erstmal wieder fertig für den Part. Danke fürs Zuschauen. Ob ich das den Roter jeweils finden werde, das erfahrt ihr am nächsten. Also am Sonntag, Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.